Ihr habt gerade das Moto3-Fahrzeug vorbereitet. Die kommt dann gleich raus und wird in den LKW verladen und kommt ab auf die Rennstrecke. Jede Schraube muss also sitzen, denn hier muss alles glatt gehen. Die MotoGP-Piloten wollen sicher ins Ziel rasen. Viel Verantwortung also für die Motorsporttechnikerin. Das ist natürlich ein wahnsinnig cooles Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat da jetzt echt eine Verantwortung zu tragen. Man wird auch wertgeschätzt, es wird einfach mir vertraut und dann zum Test gegeben. Das ist halt ein Wahnsinnsgefühl. Die Männerdomäne wackelt. Beim Motorradhersteller KTM etwa arbeiten aktuell 26 weibliche Lehrlinge in technischen Jobs, etwa als Kfz-Technikerinnen. Das Bild lockert sich da. Immer mehr Mädchen haben auch das technische Interesse und es ist bei weitem kein Tabu mehr, einen technischen Beruf als Mädchen zu lernen. 15 verschiedene Lehrjobs hat das Mattighofener Unternehmen zu vergeben. Für heuer sucht KTM wieder 50 neue Lehrlinge. Für uns sind die Lehrlinge ganz was Wichtiges, nämlich weil sie für uns die Basis für die Fachkräfteausbildung und letztendlich auch für das Fachkräfte-Recruiting darstellen. Wir brauchen diese Lehrlinge, weil es ganz einfach in der Region, dem Innviertel, auch sehr schwierig ist, aufgrund der starken Industrie, die wir haben, entsprechend Fachkräftepersonal zu bekommen. Der Arbeitgeber hat einen Vorteil bei jungen Bewerbern, die Marke. Sie zieht vor allem Motorsportfans an. Das Produkt zieht nicht nur bei jungen Burschen, sondern auch bei jungen Mädchen. Also wir haben ungefähr ein Drittel der Lehrlinge, die bei uns beginnen, sind Mädchen. Die Lehrlinge wissen, wenn sie die Lehre erfolgreich abschließen, dass sie eine Einstellungsgarantie haben. Und die Lehrlinge wissen auch, wenn sie einen guten oder ausgezeichneten Erfolg haben, bekommen sie ein Motorrad als Prämie. Und das sind natürlich Anreize, die es uns leichter machen, als vielleicht anderen Betrieben, die Lehrlinge zu bekommen. Ein Bike zum Lehrabschluss. Auch Ex-Lehrling Leonhard Huber hat das motiviert. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr große Motivation, weil man eben weiß, dass man auch was dafür bekommt und natürlich auch was davon nach der Lehre hat, dass man eben auch für das, was man arbeitet, quasi dann auch privat ausüben kann. Der Job hört bei den Technikern nach Dienstschluss nicht auf. Sie sind Motorsportfans und sie sind immer öfter eben weiblich. Ich war schon immer total technisch begeistert. Mein Papa hat mir als Kind angefangen, Sachen zu erklären, die mich einfach interessiert haben. Dann habe ich mit 16 selbst das Motorradfahren angefangen und bin darüber zum Schrauben gekommen. Und ja, dann war der Weg einfach zu KTM nicht mehr weit. Und jetzt bin ich hier. Die Ausbildung der Lehrlinge läuft zum Teil in einer eigens eingerichteten Lehrwerkstätte ab. Um 2,5 Millionen Euro wird sie derzeit erneuert. Im März macht KTM sie öffentlich zugänglich, mit Exklusivführungen pro Haushalt. Auch damit Nina Etzkorn bald mehr Kollegen und Kolleginnen bekommt.